So, den lassen wir mal in Ruhe weiterhumpeln. Und ich möchte sofort etwas ausprobieren. Und zwar nicht das hier, sondern ein 2x2 Raum. Wo packen wir den am besten hin? Er sollte möglichst am Eingang sein, damit die Jungs schnell ihre Koffer abliefern können. Also eigentlich hier. Ist aber viel zu leicht begehbar. Weil ich habe nämlich einen Kommentar bekommen, dass ich drehe mal die Kamera ein wenig, theoretisch diesen Geldkoffer hier so hinstellen könnte. Dadurch ist das Feld vor dem Geldkoffer mit der Tür nicht von Goldbarren besetzbar. Und die Leute kommen jederzeit ran, weil die Tür dann halt aufgeht. Das wäre also echt ideal. Das heißt, das können wir auf jeden Fall schon mal machen. Und dann füllt sich das hier nach und nach mit Goldbarren. Aber ist ja auch egal, weil keiner da rangeht. Also wird ja auch keiner gefangen. Das heißt, ich hätte gerne nochmal so etwas Ähnliches. Aber halt ohne den ganzen Schmuh hier hinten dran. Einfach nur 2x2, eine Tür, ein Geldkoffer. Und zwar so, dass wir da vom Eingang aus leicht rankommen, damit wir die Wege ein wenig minimieren. Und was zur Hölle? Ja, wir haben definitiv inzwischen wieder genug Bedienstete. Die sollten wir mal rausschicken. Wie sieht es denn bei uns auf der Karte aus? Ihr versteckt euch alle noch. Es dauert echt viel zu lange, bis die wieder umschalten von Verstecken auf normal. So, ihr seid am Stehlen. Gut, dann kommen hier jetzt doch mal zwei Bedienstete hin, um die Wut zu senken. Hier auch. Hier auch. Und hier auch. So. Sind zwar immer noch jede Menge in der Basis, aber die brauchen wir ja auch, um die Agenten mal wieder wegzuscheuchen. Wir kriegen 16.000 jede Runde, das ist gut. Und ich schaue mich mal weiter um nach einem möglichen Platz für unsere Geldkammer. Wir könnten hier eine hinbauen. Da kommen die Diebe zwar immer noch relativ leicht ran, aber es sind jede Menge Türen im Weg, die man abschließen kann. Obwohl, die haben es ja auch anscheinend geschafft, schon mal durch drei Türen durchzukommen. Wir müssen halt immer noch kurz warten, bis ein Dienstleister kommt. Nee. Und hier hinbauen bringt nichts, weil dann müssten die Bediensteten ganz hier in den Gang rein. Also hier wäre schick. Hier wäre echt schick, aber es wird zu eng sein. Nee, ist es nicht. Aber da geht's nicht. Also könnten wir es hier bauen. Dann wäre aber hier quasi eine Ecke Zugang. Das sieht doof aus. Ja, also ich freue mich schon, wenn wir auf die nächste Insel kommen. Wann auch immer das passiert. Da habe ich mich bisher noch nicht spoilern lassen. Ich weiß nur, dass es eine zweite Insel gibt. Und wenn wir denn da sind, dann will ich das auch wirklich so machen, dass es alles einigermaßen effektiv ist. Und nicht so komisch aussieht wie das hier zum Beispiel. Oder die riesige Kommandozentrale, das hätte auch nicht sein müssen. Gerade am Anfang haben wir da so viel Geld verpulvert. Einfach weil ich dachte, dass ich schön langfristig denke. Und ja. Gut, wir könnten einfach hier noch eine neue Goldkammer hinsetzen. Und hier die Schränke rausnehmen. Und die Tür. Nee, komm, wir reißen das ganze Ding ab. Das müssten wir inzwischen ja können, oder? Ja, abreißen. Ja. Der Raum wird jetzt zerstört. So, dann haben wir hier jede Menge Platz. Und können dann den eigentlichen Tresor hier reinbauen. Stopp, Pause. Warum reißt du jetzt eine Goldkammer ab, nur um eine neue Goldkammer zu bauen? Das ist eine echt gute Frage. Brech das mal kurz ab. So. Ja, ich rede gerade in der dritten Person mit mir selber. Lasst euch davon nicht irritieren. Wir könnten einfach die ganzen Geldkoffer hier rausnehmen. Dann wird zwar irgendwann der ganze Raum hier blockiert, weil überall Goldbarren sind. Was ja eigentlich eine schöne Sache ist. Aber es müsste nie jemand reinkommen, weil die Goldbarren füllen sich ja von alleine. Das Einzige, was bestückt werden muss, sind die Geldkoffer. Und die kommen hier raus. Ja, nö, das lassen wir dann so, wie es ist. So kann unser fieses Genie auch jederzeit mal kurz reingucken, sehen, wie voll das Ganze ist und wieder zurückgehen. Das ist schön. Die Goldkoffer müssen nur weg. Die reiße ich erstmal ab. Zwei Stück davon jedenfalls. Und den einen setzen wir dann in den neuen Raum rein. Wo ich immer noch nicht weiß, wohin soll. Hinter dem Freizeitraum könnten wir noch einen kleinen Miniraum bauen.
Passt der dann hier irgendwo? Nee, hätten wir wieder so eine komische Ecke. Und ich will nicht, dass in der Ecke so ein schräger Zugang ist. Wer weiß, was das mit dem Spiel noch so anstellt. Direkt am Eingang. Ich weiß nicht, wie das mit den Dieben funktioniert. Also ob Diebe Koffer klauen oder Goldbarren. Weil wenn sie nur Goldbarren klauen, müssen sie ganz nach unten laufen. Wenn sie Koffer klauen, dann könnten sie sich auch hier bedienen. Das können wir ja testen. Ich denke mal, in so einem Koffer wird allgemein nicht so viel auf einmal drin sein können. Also wollen wir jetzt einfach mal hier so einen kleinen Miniraum hinsetzen. Nur mit dem Geldkoffer an der Tür. Na komm, wir spielen das Spiel momentan primär, um zu lernen. Also machen wir jetzt hier einen Raum rein. Der Raum befindet sich im Bau. Dann hätten wir hier gerne eine Tür. Das Objekt wurde in Auftrag gegeben. Und keinen Geldkoffer, sondern wir bewegen den von unten hier hin. Du, bewegen. Geht das denn schon? Nee, geht nicht. Dazu muss der Raum erst dann fertig sein. Okay, dann bauen wir. Weil das wäre natürlich echt ideal. Wenn die Diebe nur die Goldbarren klauen, dann können unsere Leute immer schön schnell von dem Geldkoffer hier zum Depot und wieder zurück. Das sind absolut geringe Laufwege. Oh, ihr braucht noch Tex. Wollt ihr jetzt dann... Nee, ist nicht so deren Ding anscheinend. Bedienstete. 112 nur noch. Was ist denn da passiert? Haben wir hier was verloren? Nö. Ist wahrscheinlich irgendwie wieder eine Gasfalle getappt. Hm? Jo. Nö, sehr schön. Viel zu viele Leute haben nichts zu tun. Das heißt, wir sollten vielleicht mal die nächsten Missionen angehen. Die ganzen anderen Handlanger sind ja anscheinend verschwunden. Das heißt, ich suche jetzt mal weitere Gegenstände, wie das da zum Beispiel. Ich sehe was, was du nicht siehst. In einem großen Planetarium und Observatorium der Region gab es kürzlich hektische Geschäftigkeit. Dort nimmt man einem Forschungsexperiment teil, bei dem revolutionäre Ausstattung verwendet wird, die sich noch im Entwicklungsstadium befindet. Es ist so eine Verschwendung wertvoller Zeit, einfach nur in den Weltraum zu starren. Warum nutzen wir die neue Technologie nicht und sehen mal, ob wir nicht eine etwas interessantere Verwendung dafür finden können? Dass die gesamte Einrichtung unter dem Schutz von Kafka steht, gibt dem Ganzen einen besonderen Reiz. Denn wir können wieder einmal beweisen, was das für Luschen sind. Okay, 6 Arbeiter, ein Techniker. Das Ding krallen wir uns doch mal. Nehmen wir mal... Ah, nicht ganz so viele. 7, 2 Techniker, 2 Bedienstete, 2 Wachen. Dann werden wir zwar kurzfristig sehr viel Wut generieren, aber dafür ziehen wir einfach die hier mal ab. So, damit das nicht zu viel wird, weil ich will nicht wieder die Armee vor der Tür stehen haben. Das ist nicht so toll. Aber die kommen jetzt alle dahin, dann machen wir die Mission, danach ziehen wir uns von Grün wieder zurück. Okay, derweil gucken wir mal, ob noch irgendwo Gegenstände sind. Da ist nur der... Nee. Sieht sonst recht mau aus. Das heißt, wenn wir den Gegenstand da haben, diese komische Satellitenschüssel, dann schicken wir wieder unsere Techniker los in jedes Land und verschwören da ein bisschen. Ah, okay. So, ist der Raum oben inzwischen fertig? Ja, ist er. Die Tür fehlt nur noch. Das heißt, der Goldkoffer von hier unten kann nach da oben. Sehr schön. Also vielen, vielen Dank nochmal für den Tipp, dass man die Geldkoffer direkt vor eine Tür setzen kann. Weil ich war ja letzte Folge richtig am Verzweifeln, dass man immer Platz haben musste für die Füße, die auf dem Boden sind und dann da die Goldbarren hin könnten und so weiter und so weiter. Das ist jetzt genau die Lösung, die ich gerne hätte. Richtig schön elegant. Ah, unser Generatorraum sieht auch ein wenig skurril aus. Vor allem so unterbrochen durch eine Kühlkammer, die teilweise voll mit Leichensäcken ist. Und das Ganze dient als Zugangsraum zu der Weiterbildungsgeschichte. Ja. So, du humpelst vor dich hin. Und was machen unsere Handlanger eigentlich hier alle? Ihr müsst zum Eingang, falls mal was passiert. Treibt euch mal da so rum. Und du auch. Da so hin. So, was sagt die Minimap? Die Minimap sagt... Die haben
alle ein Tag, die hier sind. Und draußen sind keine. Oh, sehr schön. Wir haben immer das eine Gebäude hier, das wir für irgendwas benutzen könnten. Also theoretisch könnten wir hier auch wieder so einen 2x2-Raum reinpacken. Mit einem Geldkoffer und einer Tür. Aber ich bin mir halt nicht sicher, ob die Diebe da rankommen und rangehen und nicht. Das würde ich gerne erstmal hier testen. Haben wir einen Dieb? Spitzel. Die werden alle schon rausgeführt. Unsere Kammerdiener sind zu gut. Jetzt kann ich nicht mehr testen, was passiert, wenn sowas schief läuft. Was zur Hölle? Okay. Der Jäger hat einen Affen in der Hose. Komischer Kauz. Na gut. So, sind inzwischen alle da? 7222, sieht gut aus. Los. Hat auch nur ein Risiko. Also scheint nicht schwer zu sein. Und generiert 5 Bekanntheitsgrad. Wir sind inzwischen böse, TM. Wir haben noch 8 Techniker zu Hause. Ja. Dann schicken wir doch mal einen in die Arktis. Einen dahin. Einen dahin. Einen dahin. Und das müssten alle gelben gewesen sein, ne? Jo. Da ist momentan nämlich gar keine Wut. Das heißt, die werden nicht großartig auffallen. Verschwören, verschwören, verschwören. Und dann gucken wir mal, ob wir da noch irgendwelche Gegenstände finden. So, oh, feindliche Agenten. Kafka Gerechtigkeitspräsenz. Jo, erfolgreich, sehr gut. Und alle weg. Hubschrauber kommt hoffentlich gleich. Ja, sehr schön. Dann gucken wir doch mal in die Basis. Aufgabe abgeschlossen. War das schon wieder irgendeine Untermission, die ich mir nicht angeguckt habe? Weiter runter. Nö. Hier haben wir alles abgeschlossen. Also das ist eine optionale gewesen. Laden Sie alle Größen der Unterwelt zu einem Gipfeltreffen ein. Das heißt, wir müssen uns nur noch hinsetzen. Bob bescheuert Kane. Londons East End abgeschlossen. Na gut, optionale? Nö, das ist die Totumfallgeschichte. Okay. Ah, da ist das Ding ja. Was machst denn du? Du machst schon mal sehr viel Wut. Und bist einfach nur Beute. Missionsziel erreicht. Suchen Sie im Missionszielbildschirm nach neuen Zielen. Und was war das jetzt? Ah, wir haben jetzt das da wirklich abgeschlossen. Genau. Das Gipfeltreffen ist also vorbei anscheinend, was auch immer dabei rausgekommen ist. Und wir haben jetzt besser Leben mit Chemie. Bauen Sie ein Labor und starten Sie ein Forschungsprogramm. Sie brauchen eine Forschungsmaschine, um Proben zu analysieren, eine Datenbank, um wichtige Daten zu speichern und mindestens einen Forschungsapparat, um die eigentlichen Experimente durchzuführen. In Japan findet gerade eine Technologiemesse statt. Da sollten Sie sich mal vorbeischauen. Okay, erstmal stellen wir das Ding ein wenig um. Obwohl, lassen wir es da. Also, Technologiemesse, Oh, verstecken. Ah, schon wieder weg. Irgendwo anders noch Agenten? Ja, hier, verstecken. Das da sieht doch gut aus. Was brauchen wir denn? Es macht nur ein Risiko. Wir brauchen 2 Techniker, 2 Wachen. Das ist bei Blau. Dann ziehen wir einfach mal hier alle ab. So. Pause. Und bringen die hier alle hin, bevor sie zu Hause abgeladen werden. So, 2 Techniker brauchen wir noch. Und das müsste reichen. Die Jungs sind alle am Verschwören. Der ist noch unterwegs, der ist auch noch unterwegs. Und der Rest arbeitet hart. Sehr schön. Nee. Die starren das Ding an und kriegen blaue Pfeile. Blau ist Loyalität. Sehr schön. Das ist sehr, sehr wichtig. Da hatten wir bisher nicht so viele Möglichkeiten. Und es scheint auch nicht wirklich im Weg zu stehen. Also er hier wäre bereit, Ping-Pong zu spielen. Nur will keiner mit ihm spielen. Und trotzdem können sie noch an das Ding da ran. Das heißt, diese grünen Füße können sich ruhig überlappen. Das ist ja auch wichtig.
Aber war bei den Betten ja genauso. Da konnten wir die Betten ja auch in zwei Reihen stellen und sie waren trotzdem vom mittleren Gang aus begehbar. Für beide Seiten. So, du kannst wieder weg. Kannst wieder dahin gehen? Hey. Du? Ich kann ihn nicht steuern. Nee, ne? Die Konferenz ist durchgehend. Das ist nicht schön. Fabriziert fiese Spötteleien. Das ist ja sehr schön für dich. Und ihr macht etwas Wichtiges. Nee. Gut, also auf ihn können wir erstmal nicht mehr bauen. Wir könnten stattdessen eins von den Dingern dahinstellen. Bewegen. Nee, da passt es nicht. Das ist eine gerade Anzahl an Feldern. Schade. So, noch mehr Bedienstete brauchen wir nicht unbedingt. Haben wir ein neues Maximum? 116, nö, nicht wirklich. Okay. Oh. Warum hast du jetzt dahin gesprungen? Ich wollte eigentlich gerade den da markieren. Verwirren. Und er treibt sich mit seinem Äffchen in der Bar rum. Na, das passt zu dir. Aber sehr schön. Das Hotel scheint inzwischen auch benutzt zu werden. Sogar diese komischen Sitzgelegenheiten hier. Du bist ein Tourist? Ja. Ah, jetzt scheint es vorbei zu sein. Deswegen springt er immer wieder dahin. Und wo lauft ihr jetzt hin? Kann ich euch steuern? Nein. Euch nicht, aber ihn wieder. Sehr schön. So, Sicherheitstür wurde umgangen. Ist sie tot? Nein. Aber demnächst. Noch irgendwas aus Text braucht? Hier kommt was Neues. Wer seid denn ihr? Einbrecher. Genau die brauche ich doch. Das heißt, eigentlich sollte ich die gar nicht mit Schwächentext markieren, damit sie reinkommen und hier stehlen können. Aber wir müssen es ja nicht provozieren. Ich denke mal, es wird früh genug noch passieren, dass irgendjemand uns was klaut. So, wie schaut es in Japan aus? Da fehlen noch die Techniker. Haben wir hier was Neues? Nee. Vielleicht sollten wir mehr Techniker zum Verschwören hinschicken. Oder es ist einfach nichts da. Das kann ja auch sein. Na gut, erstmal hier. Los geht's. Wut ist bei 50%. Ist nicht so gut. Ist in den restlichen Ländern das wenigstens okay? Ja, hier könnten sogar noch mehr Wachen hin. Sonst haben wir ja nirgendwo mal was. Grün ist am Erholen. Gelb wird verschworen. Blau ist hier hinten in Japan. Schön, dass Amerika übrigens inzwischen Japan sich geschnappt hat. Also nicht schön, es ist komisch. Aber ja, es sind ja nicht die eigentlichen Länder, es sind ja nur die Verbrecherorganisationen. Also die Anti-Verbrecherorganisation. Wobei das ja echt eine Ansichtssache ist. So, du, stell dich mal da ein. Goldkammer hier wird benutzt. Sehr schön. Goldkammer hier. Füllt sich auch langsam. Wir haben 1,2 Millionen. Und wir sollten vielleicht mal das Forschungslabor jetzt bauen. Und das hört sich so an, als wenn man da sehr viel Platz für bräuchte. Speisesaal, nein. Krankenstation. Vierkammer. Oh, wir können das noch gar nicht bauen. Naja, komisch. Also brauchen wir wirklich erst die Ausrüstung. Wir können nicht vorher schon Raum dafür designieren. Das ist schade. Aber ja, der Bereich hier bietet sich dafür echt an. Das ist ja schön groß. Wobei ich diesmal nicht den Fehler machen werde, gleich alles zu einem riesigen Raum zu designieren. Sondern erstmal nur so die Hälfte mit einer Tür. Und weil wir dann später wirklich mehr Platz brauchen, dann erweitere ich das Ganze. Jetzt weiß ich auch, dass es problemlos einfach zu erweitern geht. Das war vorher nicht ganz sicher. Also ganz am Anfang. So, Mission Ticker durch. Agent nö. Besondere Mission nö. Nö. Oh, nicht wirklich viel zu tun. Außer sehen, wie die Goldbarren sich häufen. Oh, und Leichensäcke abtransportiert werden. Okay.
Na gut, dann speichern wir erstmal ab. Missionsziel 3. Oh, er speichert automatisch. Okay. Nach Folge 40. Und wir sehen uns gleich wieder.